Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Oh ja. Warte auf den Dad. Aber das wird er nicht machen. Ich habe nochmal neu gestartet. Denn es passiert gleich was Schlimmes. Aber. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Also an dieser Tatsache, dass er verschwindet, kann man nichts ändern. Das wollte ich austesten. Denn nach dieser Sache war ich mir einfach sicher, dass es nicht sein kann. Eigentlich, dass der so einfach, ja, verschwinden kann. Aber immerhin torkle ich jetzt nicht die ganze Zeit rum. Jason! Ist noch wo ein Ballon? Hier hinten. Das ist nicht Jason. Der war nur gleich angezogen. Und hier durch die Leute kommt man nicht so einfach. Jetzt rennt er dort über die Straße, der Depp. An dieser Tatsache hier kann man nichts ändern. So heftig, was gleich passiert. Und ja, ihr ahnt schon. Genau. Warum die dort reinfährt, keine Ahnung. Und sie wurde zu einer Witwe. Heavy, ne? What the fuck? Was für ein Opening eigentlich? Was zur Hölle? Wegen unserem beschissenen Sohn. In dieser Hinsicht ist er wirklich beschissen. Tut mir leid. Wie kann man so dämlich sein? Ich hätte meine Tochter zugerufen. Bleib dort stehen. Ich hätte ihn einfach weggetreten. Tut mir leid. Also meine Tochter hat dich weggetreten. Auch wenn es hart ausgesehen hätte. Ich möchte nicht, dass sie runterkommt, also unter das Auto kommt. Und dann würde ich mich selbst nach hinten fallen lassen, damit ich vom Auto wegkomme. What the fuck? Vor allem, die Kuh hat das schon von einem Kilometer gesehen. Ich kriege echt zu viel. Klar, wenn ich jetzt wüsste, dass es eine reine Story wäre. Heavy Rain, okay. Wo man nichts ändern kann, dann würde ich mich jetzt nur traurig fühlen, dass der sterben musste. Aber da ich weiß, dass man je nachdem, was man macht, sterben kann oder so. Oder auf jeden Fall etwas anderes ausgelöst wird. Dachte ich eigentlich, man könnte das verhindern. Aber es scheint mir echt nicht so. Jetzt kommt ein langer Abspann. Ah.
Heilen die alle oder was? Das passt zwar zum Namen hier, Heavy Rain, aber trotzdem. Das sieht auch geil aus, aber trotzdem. Kann ich Start drücken? Ohne? Ja. Ich habe da nämlich noch Kontrasteinstellungen. Ja. Origami-Figur? Welche Origami-Figur? Ich sehe keine Origami. Ach so. So, passt. Ich dachte nämlich, es ist zu hell eingestellt. Und das wollte ich ein bisschen korrigieren. Könnte es mal weitergehen? 2 Jahre später. Okay. Assistent Direct. Wir leben noch, aber unser Sohn wahrscheinlich nicht mehr. Man hat jetzt aber nicht gesehen, was passiert ist. Finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Zuerst mal angurten, wie es sich gehört. Und dann den Motor anlassen. Ich hoffe, fahren müssen wir nicht noch selbst. Ja, außer so. Die Stimmung muss getrübt sein, da jetzt sein Bruder tot ist. Jason. What the fuck? Aber er ist doch davor gesprungen. Heißt eigentlich, ihn hätte es erwischen müssen. Hä? What? Das hat man genau gesehen. Er warf sich vor, das, also mit dem Rücken zum Auto. Das heißt, sein Rücken sollte demoliert sein. Ich glaube, das gab eine Trennung, oder was? Ja. Deswegen wohnt er jetzt alleine. Und sein Sohn kommt ihn wahrscheinlich besuchen. Oh Mann. Grace hat schon am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Ja, eben. Hausaufgaben. Zeit, einen Haken zu essen. Vielleicht hat schon Hunger. Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Okay. Wir müssen wieder mal schütteln und nicht rühren. Oh Gott. Wenn es nicht richtig annimmt. Ich schüttel wirklich nur hoch und runter. Hoch und runter. Mehr tue ich nicht. Ich schwör's euch bei Gott. Bei meiner heiligen Tochter. Und es funktioniert nicht. Und ich weiß, man sollte eigentlich nie auf seine Kinder schwören, aber wenn man sich zu 100% sicher ist, dass man selbst nichts falsch macht. Hä? Kriegt ihr das mit? What the fuck? Wisst ihr was? Normal versuche ich's, wenn es nicht klappt. Junge, really ernst? Wunderbar!
Muss ich das wirklich so heftig schütteln? Hallali! Ich krieg da ja zu viele. Meine Herren hier. Ich dachte Snack oder so. Aber scheint mir kein Snack für uns dabei zu sein. Snack 4:30 Uhr. Halb fünf? Wir haben nach fünf. Für einen Snack. Nein, nicht raus, nicht raus, nicht raus. Was will ich draußen? Wieder rein. Meine Herren. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Solchen Vater möchte ich. Hausaufgaben. Wenn Sean Hunger hat, kann er sich selber was machen. What? Was ist denn das für ein Vater? Also sowas ist mir noch nie untergekommen. Wenn Sean Hunger hat, kann er sich selbst was machen. Geil. Ist der eingepennt? Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ah, gut, dann. Ist es die Küche? Lebensmittelvorrat? Waschmaschine, okay. Tun wir mal die Wäsche machen. Den Teddy. Ist es den von Jason? Leider musste der ja sterben. Schade, ne? Wenn ein Sohn stirbt, dann ist nicht mehr gut Kirschen essen. Ah. Nee, nicht jonglieren. Gib mal das dem guten Sohn, Herrn Sean. Hier, Sean. Was zu essen. Danke, Dad. Was kann man jetzt bei dir noch fragen? Wir setzen uns mal zum Herrn Sohnemann. Mal gucken, ob er mit uns was besprechen möchte. Scheint mir nicht so. Er ist lautlos am Mampfen, der Gute. Was steht denn auf dem guten Zettel, was die liebe Frau Mama uns an die Wand gepinselt haben muss oder so? 6 Uhr Homework, Dinner und Bett mit 8 Uhr. Okay. Das ist noch lange nicht 8, von daher. Ist gerade mal 6 Uhr, was? Die Zeit vergeht ja wie im Flug. Hausaufgaben? Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Ah. Hä? Hey. Reden. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Scheint mir aber nicht so. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Das klingt ja wie bei mir, wenn ich mit meiner Tochter rede. war's das? Aha. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Ah, das mach darfst du. Später, okay? Okay. In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Krank? Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Spielen? Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Oh, nee. Dass der so abgeneigt ist gegen seinen Vater. Und Abendessen möchte er sicher noch nicht. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Er hat gerade vorhin einen Apfel gegessen. Von daher ist es noch ein bisschen logisch, dass der keinen Hunger hat. Aber dann würde ich mal behaupten, hier ein Ende, einen Cut zu setzen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es denn wieder heißt. Heavy Rain, seid dabei. Tiddle.